So, nach einer Woche geht die Trainingslager auf Teneriffa mal morgen neigt sie zu Ende. Wir sitzen hier mit zwei der Eisbären-Trainer, Sebastian Mauski, Sönke Hackmann, und berichten kurz mal über die letzte Woche und ihren Eindrücke und ob sie das denn zusammenfassen können für uns. Sebastian, deine Eindrücke. Ja, wie ihr hinter uns sehen könnt, sitzen wir hier auf der Terrasse des Teneriffa Top Training Zentrums, T3. Eine super Anlage. Was ihr nicht seht, hinter euch, hinter der Kamera, ist der Pool, der olympische Pool mit einem zweiten kleineren Becken noch daneben. Hinter uns die tolle Fußballanlage. Da geht das Herz des Fußballers auf. Ne? Auch wenn wir natürlich das Zentrum hier für andere Dinge nutzen als Fußballspielen. Ich glaube, insgesamt haben wir eine ganz gute Mischung gefunden zwischen den Athletikeinheiten hier in diesem Zentrum und den Basketball-Einheiten in der Halle in Las Torres, was ungefähr 3 Minuten mit unserem VW-Bus hier oder Kleinbus von hier entfernt ist. Ganz hinten sieht man ein weißes Hotel, eine große Baustelle. Das ist nicht unser Hotel, das wird gerade noch gebaut. Dahinter ist unser kleines 3-Sterne-Hotel direkt am Strand, wo wir uns dann von den doch sehr anstrengenden Einheiten ausruhen und das gute Essen genießen. Ich finde also, die Möglichkeiten, die sich uns hier bieten, sind hervorragend. Ich denke, die Spieler werden das bestätigen, dass gerade bei diesen tollen Bedingungen, bei diesem schönen Wetter, es natürlich insbesondere Spaß macht, an den Rand der Belastbarkeit zu gehen und alles zu geben, um eine gute Grundlage zu legen für eine lange, erfolgreiche Saison. Sönke Hackmann, apropos Grundlage und Fitnesstraining, deine Fazit, wie sind die Jungs drauf? Was machen sie für einen Eindruck in dem Bereich? Also vor dem Trainingslager haben wir ein paar Krafttests gemacht. Da haben die Jungs schon einen sehr guten Eindruck hinterlassen, auch in Bremerhaven. Der Eindruck wurde hier auf Teneriffa bestätigt. Die Einheiten, die wir gemacht haben, waren sehr intensiv, sehr abwechslungsreich. Sind geschwommen, wir sind Spinning, sind gelaufen, alles Mögliche dabei gehabt. Die Jungs haben alles gut durchgezogen, haben alle auch bis ans Limit mitgemacht und die Grundfitness ist auf jeden Fall sehr gut bei allen. Also da fällt keiner hinten ab oder der Trainingsplan hier abbrechen musste. Also im Großen und Ganzen sind wir im Athletiktraining auch sehr zufrieden mit den Jungs. Hat sehen gute Fortschritte auch, was Technikaspekte auch beim Athletiktraining angeht, wofür wir uns hier auch kurz Zeit nehmen konnten. Und ja, also im Großen und Ganzen bis hierhin eine gute Saisonvorbereitung. Coach, zu guter Letzt zu dir. Also die Mannschaft wird dann jetzt in Vechta auftreten am Ende der Woche. Alle sind ganz neugierig, wie das alles auf dem Spielfeld aussehen wird. Also deine Prognose, was können die Fans denn am Wochenende erwarten? Also nach dieser ersten gemeinsamen Woche kann man natürlich noch nicht erwarten, dass wir auf dem basketballerischen Niveau sein werden, was wir dann zum Saisonbeginn haben müssen, um in der BBL zu bestehen. Aber ich denke, die Jungs werden auf jeden Fall laufen können, auch wenn die Beine ein bisschen schwer sind. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um mit vollem Elan viel Schwung in dieses Spiel zu gehen. Und allein darüber natürlich gegen den Zweitligisten am Ende auch erfolgreich zu sein. Nach unserer ersten Einheit heute Morgen, denke ich, haben wir uns jetzt erstmal eine kleine Stärkung verdient. Wir wollen uns an der Stelle bei allen Ticketkäufern bedanken, beim Verein, der das möglich gemacht hat, auch im Namen der Mannschaft. Und wir sagen Hola und Saludos und gracias amigos. Bis bald. Cheers, Sönke. Den haben wir uns verdient.